hätte für das Ganze einen einfachen Weg gegeben, Goto. Jetzt zeige ich Ihnen den harten. Wer hätte auch gedacht, dass der Kerl sich uns wirklich stellen würde? Natürlich kämpft er nur mit seinen Maschinen. Okay. Ich bleibe in Deckung. Wir brauchen auf jeden Fall Kazumis Fähigkeiten, die Schilde zu durchbrechen. So, ich meine, ich ziehe zwar auch ein bisschen ab, aber nicht viel, ne? Ich sollte dann vielleicht mehr Sorge tragen dafür, dass hier vorne ein bisschen aufgeräumt ist. Und sie uns nicht umzingeln. So. Wobei, zwischendurch können wir auch immer mal einen Warp mit abfeuern, das kann schon helfen. Ah, wenn dieses Ding sich dann auch noch bewegt, ist natürlich blöd. Mist. Zwischendurch mal wieder ein Warp. Legen Sie die Waffen nieder. Nein, danke, habe ich nicht vor. Oh, was? Ernsthaft? Du alter Cheater! Was fällt dir ein? Okay, der Schweinesack lädt sich einfach mal wieder sein Schild auf. Rechts von wo aus gesehen? Aha, alles klar. Jo, mach das mal. So, einmal rein. Oh, hi. Was machst du denn hier? Hauen wir dich einmal ein bisschen durch die Gegend. Und flankieren die Freunde dann mal. Freunde? Auch wenn keine Freunde mehr da sind, die wir flankieren können. Ich glaube, ich sollte nicht hier oben sein. Das... Oh, ja, super. Shit! Oh, fuck you! Das war ja gemein! Genau in dem Moment kommt er von hinten, das heißt, ich muss nach vorne flüchten und habe dann keine Chance mehr. Ich dachte mir schon, als ich da hoch bin, du solltest nicht hier sein. Aber ich dachte mir, vielleicht liegt da irgendwas. Einmal auf die Vernunft hören, ja, ja, das wäre schon schön. Aber man macht's ja sowieso nie. Na gut, dann müssen wir es halt noch ein zweites Mal versuchen. So, die Taktik hat beim ersten Mal ja ganz gut geklappt. Machen wir es einfach normal so. Kazumi, geh doch mal bitte in Deckung. Ach, komm schon. Jedes Mal im falschen Moment geht auf einmal der Fokus weg. Ja, ja, ja. Da rastet er aus, der kleine Sack. So, Kazumi, bist du wieder? Nee, noch nie. Jetzt. Gut. Ein Traum. So, jetzt können wir uns gemütlich um die anderen kümmern, weil er ja erstmal in Deckung gehen muss. Muni? Muni? Da bin ich gerade noch. Ach, hier lag die. Gut, bist du Muni? Nach links. Aha. So, einfach mal mitten rein hier. So, damit er uns nicht von hinten kommt hier. Wo ist denn der andere hin? Ich weiß es nicht. Ach, hier. Gut. Hat geklappt. Schönes Teamwork. Und dann machen wir das vielleicht heute mal ein bisschen ordentlicher. Und gehen einfach mal hier in Deckung. Schicken Sie die Waffen nieder. Okay, erstmal nehmen wir den hier. Okay, du hast gerade offenbar schon deine Überlastung weggefeuert. Der Jäger ist zurück, mit voller Schild. Wenn ich es bis zum Schiff schaffe, kann ich die Schilde außer Betrieb setzen. Aha. Sie sind links. So, den haben wir schön um die Ecke geholt. Oh, nicht gegen die Wand, Mädchen. So. Haben wir zumindest einen Warp. Die freie Schneise zum Jäger, die ist da. Ich hab die Wachen schon soweit. Hier sind keine mehr. Siehst du noch welche? Ich sehe keine mehr. Ach doch, davon. Okay, sag mir das doch. Warte, warte, warte. Wobei, erstmal hier. So, okay. Weiter kann's gehen.
Dann sind jetzt also die Wachen dran. Das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Deswegen müssen wir dich ja jetzt runterholen. So, die Schilde sind fast unten. Das heißt, eigentlich besteht gar nicht mehr der Bedarf, dass Kasumi da hingeht, aber ich will ihr den Spaß lassen. Kannst du mal bitte den einen Wächter da noch in Schlag nehmen? Danke. Nein, den Wächter! Jetzt. Schön. Kasumi, immer noch nicht. Jetzt aber. Kasumi, ab geht's. Zeig, was du kannst, Mädchen. Kleine Spinnenfrau hat's voll drauf, muss ich sagen. Achtung, Männer. Beschädigt nicht ihr hübsches Gesicht. Keine Sorge, das werden sie nicht. Dafür werde ich schon sorgen. Welche Männer eigentlich? Ich weiß es nicht. So, wechseln wir mal auf die dicke Pump, auf die dicke Tante hier. Ah, noch lebt er. Noch. Wohlgemerkt. Komm, jetzt können wir auch mal den Großen auf die Kleinen anwenden hier. Warum eigentlich nicht? Da haben wir zwar auch die Biotik für, aber wir können uns den Spaß doch mal gönnen. Dematerialisiert. Wunderschön. So, wo ist das Drecksding? Habe ich ihn schon abgeschossen? Auf der linken Seite. Was ist denn links? Oh, warte. Ja. Ich gehe ja schon. Machen Sie mit diesem Jäger, was Sie wollen. Mach ich. Er hat's gesagt. Gut, wo ist denn hier noch wer? Ich schieße euch alle in Stücke. So. Wollt ihr mal meinen... Oh, sorry, Kasumi, das tut mir leid. Wollt ihr mal meinen Laser testen? Geilste Kollektorentechnik. So. Dematerialisiert innerhalb von ein paar Sekunden. So, wir nehmen noch die Energiezellen hier oben mit. Und 115 Munition für schwere Waffen. Okay. Dann haben wir es geschafft, glaube ich. Der Flieger ist unten. Komm, Kasumi, lass uns verschwinden. Kasumi, wenn du das hier siehst, bin ich bereits tot. Die Information, die wir gefunden haben, ist hier drin. Eine Riesensache, Kasumi. Wenn der Rat jemals davon Wind bekommt, dann könnte die Allianz darin verwickelt werden. Kasumi, ich habe die Informationen aus Sicherheitsgründen verschlüsselt. Und den Schlüssel dazu habe ich in deine Greybox eingespielt. Sich niemand das komplette Paket greifen kann. Aber wenn ich tot bin und jemand von dieser Sache erfährt, dann habe ich dich zur Zielscheibe gemacht, Schatz. Es tut mir so furchtbar leid. Keiji. Ich kenne dich, Kasumi.
Du wirst diese Erinnerungen für immer behalten wollen. Aber du weißt auch ohne neurales Implantat, dass ich immer bei dir sein werde. Bitte, Kazumi, lösche diese Dateien. Das ist alles, was ich noch tun kann, um dich zu schützen. Das kann ich nicht. Sonst ist doch nichts übrig. Leb wohl, Kazumi. Ich liebe dich. Die arme Kazumi, jetzt soll sie also auch noch ihre Erinnerungen loslassen. Kann mir vorstellen, dass das hart ist. Gibt es keine Möglichkeit, nur die Information zu zerstören? Nein. Keiji ist ein Meister im Verschlüsseln von Dateien. Er hat die Information mit seinen Erinnerungen verschmolzen. Man kann das eine nicht bekommen, ohne das andere zu erleben. Tja, ist die Frage. Was sollen wir tun? Haben wir überhaupt das Recht, darüber zu entscheiden? Sollte sie das nicht alleine entscheiden? Ob behalten oder zerstören? Ich würde ja sagen, eigentlich ist es schon interessant, worum es geht, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob das rauskommt, wenn wir die behalten. Behalten wir es. Wenn es für Sie wichtig ist, behalten Sie sie. Sie müssen nur bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Ja, das bin ich. Ich tauche unter. Niemand wird wissen, dass ich existiere. Ich glaube, das will ich. Danke, Shepard. Ich habe nicht das Recht, ihr vorzuschreiben, das zu zerstören und ihre Erinnerungen an ihre Liebe hinter sich zu lassen. Denn ich glaube, es gibt nichts Schrecklicheres, als jemanden zu verlieren, den man liebt, und danach sein Andenken zu verlieren und die Erinnerungen an ihn zu verlieren. Ich habe auch... Ja, unser Kater ist auch vor kurzem gestorben, ist jetzt ein blöder Vergleich. Ich weiß, weil ein Mensch nochmal was ganz anderes ist als ein Kater, aber... Wir haben den auch ziemlich lieb gewonnen und ich habe unglaublich Angst davor, zu vergessen, was er mir bedeutet hat und was ich so für schöne Erlebnisse mit ihm hatte. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass das mit einem Menschen, den ich wirklich liebe, dann so wäre, also da würde ich nicht meine Erinnerungen abgeben wollen. Würde ich mir schrecklich vorstellen. Aber gut. Der Raub war erfolgreich. Keiji Okudas Greybox wurde zurückgeholt und bleibt in Kazumi Gotos Besitz. Donovan Hawk wurde bei der Zerstörung seines Jägers getötet. Kazumi ist loyal. Wunderbar. Haben wir die erste Loyalitätsmission also abgeschlossen. Kazumi ist jetzt voll und ganz auf unserer Seite und damit sollte auch im Skillbaum bei ihr jetzt noch was frei geworden sein. Ich glaube, wir haben aber gar keine Punkte, um da was freizuschalten. Ich weiß es gar nicht genau. Naja, auf jeden Fall kommen wir direkt in der Galaxiekarte raus. Wir schauen mal ganz kurz beim Tech-Chart nach. Commander, Mordin hat um ein Treffen mit Ihnen gebeten. Okay, dann gehen wir... Wir gehen ja sowieso gerade in Richtung Mordin, dann können wir das auch gleich machen. So, schauen wir nochmal kurz... Waffen-Upgrade, Sturmgewehr, Präzisionsgewehr, Schrotflinte, nö, weil ich die alle selber nicht benutze. Spare ich mir das mal gerade, das Tech-Update mache ich aber, Upgrade mache ich mal gerade. Weil ich doch relativ oft jemanden dabei habe, der... Tech-Dauer, okay. Machen wir auch mal. Weil ich doch relativ oft jemanden dabei habe, der Tech-Kräfte einsetzt, also der Überlastung einsetzt. Gut, das war's jetzt erstmal. Schiffsverbesserung, ja, kann ich mir eh noch nicht leisten. Und Prototypen. Ist auch noch nichts Neues. Ah, okay. Ich hätte natürlich, wenn ich jetzt noch genug Element Zero hätte, das machen können. Eine einzige Bonuskraft. Aha. Ach, okay. Von anderen Gruppenmitgliedern. Ja, ich erinnere mich daran. Gut, okay. Aber das wäre jetzt sowieso noch ein bisschen verfrüht, weil wir noch nicht die einzigartigen Bonuskräfte gelernt haben. Außer jetzt von Kazumi gerade eben. Die hat jetzt noch was dazu bekommen, aber ansonsten gibt es da noch nichts zur Auswahl. Shepard, wichtige Neuigkeiten. Weiß, dass Sie beschäftigt sind. Müssen uns um die Kollektoren kümmern. Einen Angriff planen. Kann nicht warten. Zu wichtig. Habe gerade Daten erhalten. Werden noch verarbeitet. Analyse wahrscheinlicher Szenarien. Weiß gar nicht, wo beginnen. Zu viele Informationen. Erinnern Sie sich an unser Gespräch? Meine Arbeit an der Modifikation der Genophage? Sie haben die Anpassung der Kroganer an die Genophage gestoppt. Als Teil eines Teams. Wissenschaftler verschiedenster Richtungen. Bloodpack-Söldner haben früheres Teammitglied gefangen. Malen. Wurde zuletzt auf Tuchanka gesehen. Wird möglicherweise gefoltert, um ein Exempel zu statuieren. Sie würden mir einen persönlichen Gefallen tun, wenn wir Malen rausholen könnten. Glauben Sie, die haben rausgefunden, dass Ihr Team die Genophage verbessert hat? Unklar. Lässt sich erst nach Ankunft auf Tuchanka ermitteln. Wir fliegen nach Tuchanka und versuchen, Ihr Teammitglied zu finden. Das weiß ich zu schätzen. Mein Assistent, mein Schüler, möchte ihn in Sicherheit wissen.
Malen wurde zuletzt außerhalb des Earthnut-Gebiets gesichtet. Kundschafter haben vielleicht Bloodpack gesehen. Mit ihnen oder Clanführer reden. Clanführer im Earthnut-Gebiet. Wir erinnern uns im ersten Teil, wie Rex eigentlich hieß. Er hieß Earthnut Rex. Da können wir uns denken, wen wir dort wieder treffen werden. Und da freue ich mich sehr drauf. So, nachdem wir das jetzt gemacht haben, will ich nochmal ganz kurz... Gibt's noch irgendwas, Kelly? Mordens Psychoprofil enthielt bereits eine Warnung für Hyperaktivität. Aber der ist ja wie ein Hamster mit Koffeinschock. Er wird ein überaus produktives Teammitglied sein. Wie auch immer. Was gibt's? Sympathischer Vergleich, muss ich sagen. Aber ich meine, es ist ein Salarianer, ne? Die Salarianer haben weniger Lebenszeit und dementsprechend schaffen die es schon, die effektiver zu verbringen als Menschen. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Noch etwas, Commander? Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Gut. Ansonsten noch irgendwelche Nachrichten? Ungelesenerweise? Nein. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir mal den Aufzug und fahren zu Kazumi. Denn mit der sollten wir bestimmt was wegen der Greybox sprechen können. Schauen wir mal. Die ist ja gleich hier drüben. Und danach will ich nochmal bei Tali vorbeischauen, ob wir da schon ein bisschen weitermachen können. Hey, haben Sie kurz Zeit? Ja. Ich weiß Ihre Hilfe bei dem Hockraub wirklich zu schätzen. Ich bin KGs Greybox durchgegangen. Es ist schön, ihn wiederzuhaben. Wenn auch nur in dieser Form. Ich vermisse ihn. Kaum jemand besucht Dr. Chakwas in ihrem Büro. Ich meine, außer wenn es um medizinische Hilfe geht. Ich habe gehört, sie hätten einen Drink mit ihr genommen. Das finde ich nett. Nach allem, was geschehen ist, sind alte Freunde wohl ein richtiger Luxus geworden. Das war's schon? Gabby und Ken wären ein großartiges Paar. Aber ich bezweifle, dass ihnen das jemals auffällt. Das habe ich mir auch schon gedacht. Das sind ja die beiden Techniker unten. Schade, ich dachte, sie verliert noch ein, zwei Worte mehr dazu, aber offenbar doch nicht. Lachen Sie nicht! Ich mag solche Bücher. Liebesromane, Krimis, die Klassiker. Richtiges Papier in der Hand zu haben, ist etwas Besonderes. Und der Geruch. Sehr entspannt. KG hat bei unseren Aufträgen immer Bücher für mich mitgenommen. Manche davon sind wertvoller als die Sachen, die er stehlen sollte. Ich frage mich, warum wir das jetzt nochmal auswählen konnten. Ach, es geht jetzt alles wieder auszuwählen, okay. Na dann, lassen wir das mal. Und hier vorne gibt es ansonsten auch nichts gerade. Okay, mit Kazumi gibt es also leider nicht mehr viel zu besprechen. Schade eigentlich. Aber gut, was soll's. Wir hatten eine ganz nette Mission. Also ich finde die eigentlich wirklich ganz gut gelungen. Und haben dazu noch ein neues Teammitglied. Das ist doch auch was. Quatsch, wo gehe ich denn hin? Ich bin nicht zu Said. So, gehen wir mal hier rüber und sprechen mit Tali. Sei denn, die beiden Schnapsnasen in Türen haben Sie schon gehört, dass wir unser Deck mit einem Kroganer teilen? Das ist ja allerliebst. Großartiger Kommentar. Aber gut, Sie müssen erstmal damit klarkommen, dass Sie hier ein paar neue Besucher haben hier unten im Maschinendeck. Shepard, was kann ich für Sie tun? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Ich muss wirklich dieses Triebwerk reinigen. Später vielleicht? Dann zurück an die Arbeit. Schade. Wir reden später weiter. Ich dachte, wir könnten schon ein bisschen, aber offenbar doch noch nicht. So, dann will ich nochmal ganz kurz bei Grunt. Nee, das brauche ich eigentlich nicht. Da waren wir vorhin erst. Da wird wahrscheinlich auch nichts sein. Gut, dann würde ich sagen, werde ich an dieser Stelle die Aufnahme beenden. Und ja, wir machen beim nächsten Mal dann mit... Ich gehe mal hier hin. Wir machen beim nächsten Mal dann mit Ilium weiter, glaube ich. Und werden dort alles abarbeiten, was es dort so gibt. Weil dort doch einiges ansteht, was wir machen können. Zwei neue Crewmitglieder, einen Gefälligkeitsauftrag und ein DLC. Der auch ziemlich gut und auch nicht gerade klein ist, muss ich sagen. Also da steht viel an fürs nächste Mal auf einem einzigen Planeten. Wird witzig. Und da die Rohstoffsuche ja nicht so spannend ist, werde ich das jetzt mal abseits der Aufnahme dann machen. Da können wir uns dann auch ein bisschen was an Tags leisten danach, ein bisschen was an Forschung. Und das machen wir dann alles beim nächsten Mal wieder in der Aufnahme, wenn ich dann die Rohstoffe habe. Bis dann, gehabt euch wohl. Wir sehen uns und tschüss.